Ja, Leute, da befinden wir uns wieder an der Stelle, an der ich mich letztes Mal mehr oder weniger ausgelockt habe. Ich habe ja die Gameplays erspielt mittlerweile und weiß, was gehauen und gestochen hat quasi. Die letzten beiden Folgen waren ja sehr geprägt von Themen, die ja auch ziemlich miteinander verwoben waren an der einen oder anderen Stelle. Ich habe sicherlich auch wieder mal ein paar One-Minute-Tiny-Folgen rausgekriegt, wie ich es in letzter Zeit öfter hinbekommen habe. Das ist eigentlich zu so einem zentralen Bestandteil dieser Folgen geworden. Also jedes Mal kriege ich fast diese Folgen raus und das wären sogar tendenziell mehr. Also neulich hatte ich aus einer Folge zwei gekriegt, vorher jeweils nur eins und ich bin mal gespannt, wohin uns das noch führt. Da kann ich ja doch irgendwann den Textreis-Kanal wieder alle 2 Tage betreiben oder so, obwohl ich davon erstmal absehen würde. Denn ich bringe ja dort eigentlich die Videos in chronologischer Reihenfolge nach Aufnahmedatum und deswegen bin ich aktuell eher darauf angewiesen, ältere Aufnahmen auch ranzukriegen und irgendwelche Schnipsel aus Folgen zu ziehen. Zum Beispiel Tinymon mache ich aktuell viel, weil ich da eben im November mich befinde noch von 2021 und da kann ich sagen, okay, ich nutze da erstmal irgendwelche Schnipsel und später gehen wir dann über zu den ganzen anderen Projekten, die ich parallel auch immer wieder für den Igitz-Kanal natürlich schneide und da kommt auch häufig was raus. Also es ist gar nicht mal so selten, dass ich doch was nutzen kann, deswegen mache ich das eigentlich auch so gerne. Deswegen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, dass ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe mich gewundert oder eigentlich war es ein Fehler, das die ganze Zeit so zu ignorieren und überhaupt nicht als Chance zu sehen, mehr Material verwenden zu können, denn vorher habe ich halt oft Passagen einfach ersatzlos gestrichen und so gedacht, ach komm, das hauen wir halt weg, ne? Aber dabei hätte ich es durchaus noch als One-Minute-Tiny-Folge nutzen können. Und so ähnlich habe ich es ja früher auf Lumash gemacht, nur da war es nicht so passend, denn da gingen ja die Videos länger, das heißt, ich brauchte immer genug Material, um eine Folge nochmal ebenso rauszukriegen, nebenbei vor allem, und das war eben immer schwierig. Da braucht es dann doch ein paar mehr Anläufe oder so und ach shit. Von daher ist das gerade eigentlich ganz cool und naja, mal sehen, wie sich's entwickelt. Ich denke mal, ich halte euch auf dem Laufenden, weil ich das aber jetzt erst seit ein paar Wochen so mache, wollte ich es eben schon mal ansprechen, damit man auch so einen kleinen Zwischenstand sieht. Und ja, bevor ich noch weiter hier rumlaufe und mich töten lasse, baue ich lieber mal weiter. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich hier diese Decke auf diese Art und Weise reinziehe. Und ja, ich werde mich demnächst auch mal drum kümmern müssen, dass wir einen besseren Aufgang kriegen, denn aktuell sieht der noch ein bisschen spärlich aus hier vorne. Also, das ist ja echt nur so ein hingeranztes Ding. Naja, aber eigentlich wollte ich heute einen Uploadplan ansprechen. Ich habe das schon wieder vollkommen aus den Augen verloren gefühlt, weil ich hier doch relativ viel spontan zu reden hatte, was ja eigentlich gut ist. Aber der Uploadplan ist so schon überfällig und deswegen würde ich mal sagen, kommen wir schleunigst dazu. Und zwar Montag wird es losgehen mit Void. Das ist ja schon bekannt seit eh und je, da ist jetzt auch eigentlich erstmal nichts Besonderes zu sagen. Die Serie läuft ganz normal weiter, auch wenn man vielleicht andere Vibes hat sozusagen. In den Folgen selber werde ich aber noch etwas ausführlicher auch darauf eingehen, warum ich es für eine gute Idee halte, das Projekt jetzt nicht auf Eis zu legen direkt oder so. Deswegen schaut dort einfach vorbei, wenn ihr weitere Details wissen wollt. Jetzt würde ich erstmal vielleicht auf die Neuerungen eingehen, und zwar Dienstag wird schon interessanter. Da gibt es nämlich das Projekt Minecraft Whisper, das ist das neue 30-Tage-Projekt, das habt ihr jetzt auch schon gesehen diese Woche. Und das ist ja mal wieder was ziemlich Besonderes, also ich wusste auch nicht, dass wir zu sowas in der Lage sind, kann man ja doch durchaus titulieren. Aber wir unterbieten uns eben immer wieder, ne? Man muss es einfach feststellen, das ist ja auch schon mal eine Leistung, würde ich sagen. Naja, mal sehen, vielleicht gibt's dafür ja mal einen Preis oder so, das wäre lustig schon, aber jetzt würde ich erstmal schnell weitergehen, ich will gar nicht hier zu sehr auf Whisper eingehen eigentlich. Das ist nämlich dann doch selbsterklärend, schaut einfach vorbei oder auch nicht, je nachdem, ob ihr es euch antun wollt. Aber ich finde, so ein bisschen lustig ist es wenigstens geworden, von daher bleibt ja immerhin der Unterhaltungswert hoffentlich bestehen und das ist ja am Ende das, worauf es ankommt, würde ich mal sagen. Ja, was kommt als nächstes? Also Mittwoch ganz normal Tinymon, diese Woche kam ja schon die 26. Folge. Da sind wir also auch schon ganz gut vorangeschritten, finde ich. Also bin ich schon mal stolz, dass das Projekt auch so lange sich gehalten hat und es werden auch noch viele Folgen kommen. Das könnte sogar das längste Mod-Projekt natürlich nach Infinity auf meinem Kanal werden, habe ich aktuell den Eindruck. Also ja gut, Hexit auch nochmal ausgenommen. Aber es scheint auf jeden Fall mehr als in die Fußstapfen von Worlds gestiegen zu sein und das ist doch schon mal eine schöne Leistung. Ich meine, gut,
Eigentlich sollte man Tiny Moon nicht immer mit Worlds vergleichen, denn es ist ja nicht der Nachfolger davon offiziell. Nur dadurch, dass in beiden Projekten eben Lukas doch so viel noch mitgewirkt hat, bin ich eben immer wieder dazu angehalten. Oder ich denke so, naja, es ist schon ein bisschen der geistige Nachfolger. Da habe ich auch schon eine Folge Tiny Moon aufgenommen, wo ich das ein bisschen detaillierter anspreche. Die kommt dann irgendwann in einem halben Jahr bestimmt mal oder so. Naja, müssen wir sehen. Aber so langsam baut sich da auch der Vorproduktionsstau etwas ab. Das muss ich ja doch feststellen. Und ja, ansonsten haben wir auch in diesem Monat noch die Regelung, dass Top Attack und Star sich weiterhin abwechseln, denn beide Serien sind immer noch nicht abgeschlossen. Auch wenn ich bei Top Attack wieder ein bisschen zumindest strecken muss, allerdings nicht so krass wie in Staffel 1, keine Sorge, also ich werde jetzt nicht auf 100 Folgen oder so noch gehen, sondern ich will einfach nur noch eine gerade Folgenzahl erreichen, also das ist jetzt mein Hauptziel, das heißt, wir werden bis Folge 54 das machen, sodass jetzt noch 3 Folgen ausstehen und ja, dann ist auch mal Zapfenstreich, würde ich sagen. Ach komm, ich gehe jetzt schon mal hier rüber zu dem Tunnel. Da wird es natürlich nochmal interessant, wie ich diesen Monat überhaupt zurechtkomme mit der Wochenverteilung. Also ich habe vor, 5 Wochen diesen Uploadplan gelten zu lassen. Und gleich kommt übrigens auch noch ein neues Projekt, also das werde ich noch erklären. Und das seht ihr dann auch morgen, by the way, denn es handelt sich dabei um den Samstag-Slot. Aber erstmal vielleicht noch allgemein, ich werde es so machen, dass ich am Ende des Uploadplans den Samstag-Slot auch nochmal ausnutze für die letzte Folge Star. Denn wenn ihr jetzt so ein bisschen mitgerechnet habt, dann habt ihr gemerkt, ach shit, da geht doch irgendwas nicht auf, wenn jetzt noch so viele Star-Folgen kommen sollen. Dass das Projekt möglicherweise auch auf eine gerade Folgenzahl kommt, genauso wie ich es in Top Attack machen will und ich es eigentlich generell immer mache, dann brauchen wir da noch ein paar Lückenfüller bzw. hinten raus den Platz entsprechend und den werde ich auch gewährleisten. Da fällt dann nämlich das neue Samstagsprojekt einmal aus am Ende des Monats für das Star-Finale und das passt auch ganz gut, denn da kommt in der Woche eh Top Attack. Deswegen kann man jetzt nicht davon sprechen, dass zu viele Star-Folgen hintereinander kommen oder so, sondern da sind dann schon noch 9 Tage dazwischen und der Samstagslot passt ja eh ganz gut, da hatten wir Star auch eine Weile lang mal immer liegen, von daher bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Und ich muss auch feststellen, dass es nicht nötig sein wird sogar, eine Hypixel Skyblock-Folge an der Stelle einzufügen. Also das hätte ich auch nicht gedacht, da habe ich eigentlich mitgerechnet, relativ viele Folgen sogar diesen Monat rauszubringen. Irgendwie 2, 3, 4 Stück sogar, also grob überschlagen, aber da habe ich natürlich noch überhaupt nicht das so wirklich durchdacht, sondern nur mal angeschnitten. Und ja, jetzt wo ich mir das mal angeschaut habe, muss ich doch sagen, naja, so ist es eigentlich auch nicht schlecht. Um aber doch wenigstens eine Folge Hypixel Skyblock noch irgendwo einzustreuen, habe ich mir gedacht, dass ich nach Whisper, was nur 4 Folgen haben wird, in der letzten Woche des Uploadplans noch eine rausbringe. Das heißt, das wird wieder so eine kleine Special-Woche, ne? Ich meine, da wird am Samstag schon anders sein und am Dienstag auch wieder. Generell gehört das aber noch zum alten Uploadplan, also nicht denken, dass das dann irgendwie schon der neue sein wird oder so. Den werde ich dann rechtzeitig natürlich wieder bekannt geben. Ja, am Freitag ändert sich nichts, da muss ich auch nichts mehr großartig zu sagen. Da bleibt es natürlich bei Infinity. Und dann kommen wir mal zum Samstag. Und zwar wird da ein Projekt starten. Das nennt sich Minecraft Space. Das habt ihr vielleicht auch schon auf dem Stream-Kanal gesehen. Und zwar, ich erkläre in dem Projekt selber, warum ich das mache und wie es zustande kam etc. Ich will da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall ein Battlecrafter-Projekt. Das heißt, nach Jahren kommt mal wieder eins. Und das Ganze hat sich eben ergeben, weil wir es nicht hinbekommen haben, Tiny Aura 6 zu starten dieses Jahr, beziehungsweise jetzt eben noch nicht im Sommer, sondern das wird vielleicht im Herbst dann irgendwann kommen. Das hatte ich nämlich eigentlich für diesen Slot eingeplant, aber naja, gut, dann müssen wir eben noch ein bisschen warten und Space ist ja durchaus auch eine coole Möglichkeit, um nochmal etwas Aktivität auch in anderen Projekten zu zeigen oder auch mal irgendwo präsent zu sein, abseits der Tiny-Gruppe. Was wir gefühlt seit Skycraft oder so nicht hatten, oder? Gab's nochmal ein anderes Projekt? Ja doch, bestimmt zwischendurch. Allein Erwibaro, stimmt. Mal gucken, wie lange es sich hält, bin ich gespannt. Und ja, kommen wir nochmal zum Sonntag. Da wird sich an sich nicht viel ändern, es bleibt einfach bei diesem Wechselrhythmus zwischen Western, was ja jetzt auch noch eine ganze Weile wahrscheinlich laufen wird, ich meine, wir kommen jetzt erstmal bei Folge 7 an, und Tiny Hexe 3, also das ist, denke ich mal, eine ganz coole Kombination gewesen bisher immer, ich bin recht zufrieden, und wenn Western irgendwann vorbei ist, könnte ich mir auch überlegen, Tiny Hexe wieder jede Woche zu bringen, aber das werden wir sehen, in welchem Stadion sich das Projekt dann befindet, ob ich sage, es lohnt sich noch, oder wir vielleicht auch direkt den Western-Nachfolger dazwischen hauen, das muss ich nochmal schauen, also das steht noch in weiter Zukunft gefühlt.
Eventuell bringen wir aber auch irgendwann mal den Star-Nachfolger. Also da wollten wir ja, was war es nochmal, Skygrid zocken, wobei wir da noch nichts ebenfalls geplant haben. Also das ist alles halt noch etwas wenig spruchreif und deswegen will ich eigentlich jetzt ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde einfach sagen, wir warten ein bisschen ab an der Stelle und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, hier machen wir dann mit kleineren Schritten, also jeden Block einen runter und nicht überall hart. Slaps. Ah, gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ich mache das einfach mal im Stream etwas schöner. Ich suche mir jetzt nur noch ein Thumbnail raus. Ich würde sagen, dann nehmen wir sogar recht simpel das hier. Das sollte doch durchaus ausreichen für das Video und mal gucken, was wir in den nächsten Folgen so machen. Da bin ich ja doch schon gespannt, aber das lasse ich jetzt hier mal weg an der Stelle. Danke fürs Zusehen, bis später und ciao.